Und damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf entsprechend Stellung genommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 41. Das ist der letzte Punkt, bei dem Redner angemeldet sind. Aber freuen Sie sich zu früh. Wir haben zahlreiche Abstimmungen noch vor uns. Gesetzentwurf zum Ausbau der Photovoltaik. Als Erstes spricht Herr Staatsminister Günther von Sachsen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf, das Solarpaket 1, resultiert aus dem Solargipfel von Bund und Ländern in diesem Frühjahr. Und man merkt, die Bundesregierung und damit auch die Bundesrepublik macht ernst mit der Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Dieser Gesetzentwurf bringt eine ganze Reihe von Erleichterungen jetzt auf den Weg. Man kann auch sagen, der nimmt die Fesseln weg, insbesondere beim Photovoltaikausbau. 9 Gigawatt installierte Leistung, das war das Ziel für 2023. Und das ist bereits im September erreicht. Also wir merken, hier geht jetzt wirklich was vorwärts. Und auch bundesweit, sage ich das mit einem gewissen Stolz aus Sachsen, zieht der Zubau der Photovoltaik deutlich an und eben auch die Städte Leipzig und Dresden liegen hier bundesweit an der Spitze, insbesondere auch was so Freiflächenanlagen anbelangt, Dachausbau. Wir müssen aber auch im Blick nehmen, natürlich nach wie vor die Zielkonflikte, die wir haben. Es geht ja immer um Flächen, das ist bei Dächern und versiegelten Flächen immer einfacher. Aber etwa im Bereich der Landwirtschaft, ich bin ja auch Landwirtschaftsminister, deswegen begrüße ich auch die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Agri-PV, aber eben auch für Parkplatz- oder Floating-PV. Etwa Parkplatz-PV, das nutzt eben genau die Flächen, wo wir diese Zielkonflikte nicht mehr künstlich ausfechten müssen. Was Floating-PV anbelangt, geht es um Restriktionen im Wasserhaushaltsgesetz. Wir haben hier auch im Freistaat Sachsen etwa noch im Betrieb befindliche Kiesgruben, eine ganze Reihe künstliche, naturferne Gewässer, auch noch einige Gewässer aus der Braunkohle, die jetzt wieder da sind, also wo wir noch nicht den unmittelbaren Konflikt haben zu naturschutzfachlich schon ja, seit Jahrhunderten sehr wertvollen Flächen. Natürlich auch das sind Zielkonflikte, aber ich bin froh, dass wir uns auch hier auf den Weg machen. Und Sachsen hat ja dazu auch einen entsprechenden Antrag eingebracht, denn da ist einiges an Potenzialen da. Und es ist auch wichtig, im Hinblick auf die Akzeptanz bei der Bevölkerung und auch im Hinblick auf all die Chancen, die da drin liegen. Wir haben jetzt gerade in der Landesvertretung einen Solargipfel gemacht. Da geht es eben nicht nur um den Ausbau von PV, sondern auch darum, dass da eine riesen industriepolitische Frage drin liegt. Denn es gibt die Ansagen, dass die PV-Branche mindestens die Größe der Automobilbranche, vielleicht auch noch was Größeres erreicht. Wir haben aber aktuell die Feststellung, dass die Fertigung vor allen Dingen nicht in Europa stattfindet. Wir haben aber in Europa Firmen, die gerade auf dem Weg sind, zu skalieren. Wir haben da auch aus Sachsen gemeinsam mit Sachsen-Anhalt im Übrigen ein europaweites Netzwerk von Solarindustrieregionen gegründet, SIRE, um hier tatsächlich auch Europa auf europäischer Ebene den Druck aufzubauen, dass wir dort eine Unterstützung brauchen und dass diese gerade in Skalierung im Aufbau befindliche Industrie auch jetzt nicht etwa nach Amerika abwandert, die gerade ein riesen Investitionsprogramm oder Subventionsprogramm dort mit dem IRA aufgelegt haben, sondern wir haben jetzt gerade akut auch noch das Problem, dass die ihren Markt dicht gemacht haben für PV-Module, die nicht frei aus Zwangsarbeit sind. Da geht es um Uiguren. Die floten deswegen, fluten da gerade den europäischen Markt. Also in Rotterdam lagern jetzt schon mehr PV-Module, als wir im gesamten Jahr in der Europäischen Union aufbauen. Und bis Jahresende wird es ungefähr das Doppelte sein. Und wir müssen jetzt zu Signalen auch kommen, auch zu Maßnahmen, wie wir hier unsere im Aufbau befindliche Solarindustrie schützen. Und das ist nicht nur eine Frage von Märkten, die uns sonst verloren gehen, industriepolitischen sind, sondern es ist auch eine sicherheitspolitische Frage. Wir kennen die Diskussion mit Huawei. Das ist im PV-Bereich genau dasselbe. Jeder Wechselrichter wird dort digital gesteuert. Und das ist eine Frage, wer das steuern kann, wie angreifbar wir dort sind. Also wir diskutieren das gerade auch mit der Europäischen Kommission.
Und auch hier brauchen wir natürlich auch einen gewissen gemeinsamen Antrieb auch aus Deutschland, um das gemeinsam voranzubringen. Und lassen Sie mich noch auf den letzten Punkt kommen. Es geht ja auch bei unseren industriepolitischen Fragen, Standortfragen, wie wir hier produzieren, immer um die Frage auch Energiepreise und gerade die Diskussion um den Transformationsstrompreis. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir mittlerweile begrifflich nicht mehr von Industriestrompreis reden, weil es genau nicht um eine Subventionierung geht in der Industrie, sondern nur um eine zeitweise Unterstützung der Transformation dort zu den Erneuerbaren, um dort zu helfen, dass wir dort nicht unsere industriepolitische Tiefe der Fertigung hier verlieren. Und auch hier bitte ich um Unterstützung der entsprechenden Initiativen, die derzeit unterwegs sind. Vielen Dank. Und als Letztes spricht der parlamentarische Staatssekretär Wenzel vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister Günther hat den Solargipfel erwähnt, der in der Tat wichtige Impulse gebracht hat und der dazu geführt hat, dass wir ein Gesetzespaket vorliegen haben, was sich sehr umfassend mit den Herausforderungen beschäftigt, den Ausbau der Solarproduktion zu steigern. Wir haben gleichzeitig einen Praxischeck vorgenommen, um zu gucken, wo wir Prozesse vereinfachen können, wo wir entbürokratisieren können, wo wir beschleunigen können. Aktuell haben wir etwa eine Gesamtleistung installiert von 75 Gigawatt. Bis 2035 sind 309 Gigawatt geplant. Wir befinden uns da im Gleichschritt auch mit vielen anderen Ländern auf der Erde. Weltweit wurden im letzten Jahr mehr als 300 Gigawatt zugebaut. Und im Moment wird intensiv diskutiert, ob man sich nicht bei der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember in Dubai darauf verständigen kann, auf ein globales Ziel von einem Terawatt, was Jahr für Jahr neu gebaut werden soll. Mittlerweile ist Solar die billigste Art, weltweit Strom zu erzeugen und hat auch eine gewaltige ökonomische Bedeutung. In diesem Jahr haben wir allein bis Mitte des Jahres 7,5 Gigawatt installiert. Es ist zu erwarten, dass wir in diesem Jahr zweistellig werden und damit sogar über unsere Ziele hinausgehen. Dafür waren die beiden, es gab zwei PV-Gipfel, nochmal einen zur Rückkopplung, sehr entscheidend, 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Verbänden, Bundespolitik und Bundesländern. Wir haben bei der Konsultation insgesamt 600 Beiträge bekommen, die gezeigt haben, wie intensiv das auch beobachtet wird von ganz vielen, die daran interessiert sind, auf diesem Feld weiter voranzukommen. Der Praxischeck war praktisch auch ein Versuch, hier erstmals auch das ganze Know-how aus dem nachgelagerten Bereich, aus den Unternehmen, aus den Verbänden, aus den Ländern, aus den Kommunen aufzunehmen und zu gucken, wo gibt es bürokratische Hindernisse, wo gibt es einfachere Lösungen, wo können wir schneller vorankommen. Und das soll eben auch Beispiel, Blaupause sein, um in anderen Themenbereichen auch ähnlich voranzugehen und Vereinfachungen und Beschleunigungen zu erreichen. Die PV-Strategie umfasst insgesamt 11 zentrale Handlungsfelder und die sollen hier jetzt vorangebracht werden. Das Solarpaket soll am 01.01.2024 in Kraft treten. Es enthält ein Bündel an Maßnahmen, um die für im EEG 2023 gesetzten Ziele zu erreichen. Dabei sind Maßnahmen für PV auf Dachflächen gleichermaßen enthalten wie PV auf Freiflächen. Gleichzeitig sehen wir Maßnahmen vor, die für Teilhabe und Akzeptanz sinnvoll und wichtig sind. Ich will ein paar im Detail erwähnen. Ziel der Regelung ist beispielsweise, die Installation von Balkon-PV zu erleichtern. Anmeldungen beim Netzbetreiber können entfallen. Übergangsweise werden auch rückwärts drehende Zähler akzeptiert. Die Direktvermarktungspflichten werden verschlankt. Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung soll ein neues Modell zur bürokratiearmen Lieferung von PV-Strom innerhalb eines Gebäudes ermöglichen. Das war eine vielfältig gewünschte Regelung, die jetzt hoffentlich einer guten Lösung zugeführt werden kann. Auch der Mieterstrom soll in Zukunft auf gewerblichen Gebäuden und Nebenanlagen wie Garagen gefördert werden.
Der Netzanschluss soll vereinfacht werden und das vereinfachte Netzanschlussverfahren soll erst ab 30 kW, soll auf 30 kW ausgeweitet werden. Bislang lag die Grenze deutlich niedriger. Wir leisten auch noch mal einen Beitrag zur Systemstabilität, der die Übertragungsnetzbetreiber hier in Anspruch nimmt. Schließlich in Bezug auf die Freiflächen. Ziel der Regelung ist es, mehr Flächen für Solarparks zur Verfügung zu stellen. Aber wir wahren gleichzeitig auch landwirtschaftliche und naturschutzfachliche Interessen. Flächen sollen mehrfach genutzt werden können. Wir begrenzen die Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche und nehmen weiterhin strenge Schutzgebietstypen für den Naturschutz aus. Aber wir öffnen zugleich die Flächenkulisse. Beispielsweise die sogenannten benachteiligten Gebiete sollen grundsätzlich für die EEG-Förderung freigegeben werden. Wir wollen auch besondere Anlagentypen stärken, insbesondere hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlagen und Parkplatz-PV. Wir haben riesige Parkflächen in allen Städten, wo eine Doppelnutzung möglich ist. Meine Vorstellung ist einfach zum Beispiel, dass Einzelhändler hier sagen, okay, wenn du hier bei uns einkaufst, dann kannst du in der Zwischenzeit dein Fahrzeug aufladen, trinkst noch einen Kaffee und fährst weiter. Das ist heute sicher auch für viele Einzelhändler eine interessante Möglichkeit, zumal es sich manchmal anbietet, sowas gerade auch tagsüber zu machen, wenn die Sonne scheint und künftig mit flexiblen Tarifen der Strom auch besonders billig ist um diese Zeit. Wir haben weiterhin vor, Freiflächenanlagen nachhaltiger zu gestalten. Extensiv bewirtschaftete Agri-PV soll besonders gefördert werden. Dies gilt auch für sogenannte Biodiversitäts-PV und dort sollen die Förderbedingungen noch in einer Verordnung genauer definiert werden. Zur Beschleunigung von Netzanschlüssen wird schließlich ein Recht zur Verlegung von Anschlussleitungen vorgesehen. Auch das ein wichtiger Punkt zur Beschleunigung. Ich will noch einen Satz sagen zu den von Minister Günther angesprochenen Produktionsstrukturen. Die sind von eminenter Wichtigkeit. Wir haben es hier mit einer Schlüsseltechnologie zu tun, die enorme ökonomische Bedeutung für die Zukunft hat. Wir haben aber eine sehr ungünstige Verteilung der Produktionsstrukturen. Momentan werden etwa 90% aller Solarmodule in China gefertigt. Und das können wir als Industrieland nicht akzeptieren. Wir brauchen Fertigung in Europa, wir brauchen Fertigung in Deutschland, wir brauchen auch Fertigung in anderen Teilen der Welt, anderen Kontinenten, um hier den zukünftigen Anforderungen und der Nachfrage gerecht zu werden. Wir haben hier Rückenwind aus Brüssel. Das RePower-EU-Programm wirkt auch hier, was die Förderung von Produktionsstrukturen angeht. Aber wir haben auch eine gewaltige Herausforderung durch den extrem hohen chinesischen Marktanteil. Sie haben auf einige aktuelle Probleme verwiesen, Herr Günther, die wir sehr ernst nehmen müssen. Und deshalb hoffe ich, dass wir hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um wieder die Solarbranche auch nach Deutschland und Europa wettbewerbsfähig im globalen Kontext zurückzuholen. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Ja, besten Dank. Wie gesagt, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Eine Erklärung zum Protokoll wurde abgegeben von Frau Ministerin Dr. Hüskens für Herrn Minister Professor Willingmann aus Sachsen-Anhalt. So, und jetzt kommen wir schon mal zu den ersten umfangreichen Abstimmungen, hochkonzentriert. Ihnen liegen die Ausschussempfehlungen vor. Wir beginnen mit der Ziffer 2. Wer möchte Ziffer 2 zustimmen? Das ist eine Minderheit. Weiter geht es mit der Ziffer 3. Das ist eine Mehrheit. Nun die Ziffer 5. Auch das ist, nein, das ist eine Minderheit. Oder gehen die Hände noch ein bisschen hoch? Nö. Nein, das ist eine Minderheit. Dann bitte Handzeichen für die Ziffer 6. Auch das ist eine Minderheit. Weiter geht es mit der 7. Das ist eine Minderheit. Dann machen wir jetzt weiter mit der Ziffer 9. 8. Eindeutig 8 oben der Zeile. 8. Gut, das werden viele aufpassen. So, dafür ist es jetzt auch eine Mehrheit. Dann geht es weiter mit der Ziffer 9.
Das ist eine Mehrheit, Ziffer 10. Das ist eine Minderheit, 11. Mehrheit, 13. Mehrheit, 14. Mehrheit, 15. Mehrheit, 16. Auch das ist eine Mehrheit. Nun bitte Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlungen. Das ist eine Mehrheit. Und damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf entsprechend Stellung genommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 42. Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesklimaschutzgesetzes. Liegen keine Wortmeldungen vor. Wir kommen somit sofort zur Abstimmung. Ihnen liegen die Ausschussempfehlungen vor. Und wir beginnen mit der Ziffer 1.